Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Mai galt in Hamburg bislang nicht als der Monat, in dem man sich wünscht, dass man eine Schüssel mit eiskaltem Wasser vor sich hat, in die man so die Füße reinsetzen kann. Das ist in diesem Jahr nun wirklich deutlich anders. Und wir haben auch kurz überlegt, ob wir vielleicht einmal an alle auch eine Schüssel mit Eiswasser verteilen sollten. Sind aber ganz froh, dass die Kühlung hier in unserem Raum auch trotz dieser Temperaturen das noch so einigermaßen schafft, den Raum zu klimatisieren, ist zu viel gesagt, aber ihn ein bisschen runterzukühlen. Also ich hoffe, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Herzlich willkommen hier im Körperforum. Ich bin Sven Tetzlaff, leite in der Körperstiftung den Bereich Demokratie, Engagement, Zusammenhalt. Und den heutigen Abend haben wir unter den Titel gestellt Aufbruch aus dem Exil. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich vermute mal, dass die wenigsten hier in diesem Raum eigene Erfahrungen mit dem Exil verbinden. Also was es bedeutet, zunächst einmal das Land, aus dem man kommt, verlassen zu müssen, aufgrund der untragbaren Verhältnisse in dem Land, in ein Exilland dann zu gehen. Und die Erfahrung zu machen, dass man häufig Familie zurücklassen muss, dass man Freunde zurücklassen muss, die Heimat zurücklassen muss, Erfahrung von Entwurzelung und auch dann die Frage, wie bewegt man sich wieder zurück, wann kann man wieder zurückgehen ins Heimatland, das Pendeln vielleicht zwischen zwei Welten, die dazugehören. Und diesen Zustand des Exils charakterisieren, ein Zustand, in dem vielleicht aber auch Wünsche aufkommen. Wünsche vielleicht wie dieser, Zitat. Irgendwo landen und diesen anderen Ort zu seinem Geburtsort machen. Einem unbekannten Land seine Geburt aufzwingen, eine Wiedergeburt. Selbst seinen Geburtsort wählen und sich sagen, dass man geboren werden und leben kann, wo immer es Himmel und Erde, Menschen und Sprache gibt. Zitat Ende. Vielleicht eine überraschende Vorstellung, weil das Exil eher mit Verlust verbunden wird. Sie werden heute Abend noch mehr Zitate, vielleicht auch überraschende Wendungen hören. Sie alle stammen aus dem Buch, das kleine Buch der Migration, das im letzten Jahr im Sujet Verlag erschienen ist, als deutsche Übersetzung der Originalausgabe, der französischen Originalausgabe von 2015. Das kleine Buch ist ein Essay, der die Biografie des Autors mit den Reflexionen über Migration und Exil von Autoren wie Marcel Proust, Samuel Beckett, Heiner Müller oder dem in Deutschland wenig bekannten Sadegh Hidayat, einem Begründer der iranischen Literatur, verbindet. Dazu gleich mehr. Ich darf Ihnen an dieser Stelle, so ist es mit der Moderatorin abgesprochen, den Autor kurz vorstellen. Petro Kadivar, Schriftsteller und Theaterregisseur, geboren in Shiraz, einer Großstadt im zentralen Süden von Iran, die für ihre Literaturgeschichte und vielen Gärten bekannt ist. Mit 16 Jahren verließ Kadivar 1983 sein Heimatland, um nach Frankreich auszuwandern. Er machte Abitur, um später an der Sorbonne in Paris Literatur- und Theaterwissenschaften zu studieren. Während seines Studiums wirkte Petro Kadivar an verschiedenen Theatern in Paris als Regieassistent mit, veröffentlichte in Theaterzeitschriften. 1993 debütierte er als Theaterregisseur Heiner Müllers Todesanzeige in Paris. Das Interesse an Heiner Müller führte Kadivar nach Berlin, wohin er 1996 übersiedelte und seitdem zwischen Paris und Berlin pendelt. Seine Promotion über Proust schloss er 2002 an der Humboldt-Universität in Berlin ab. Seither hat Kadivar mehrfach eigene Stücke, wie zum Beispiel An einem Herbsttage irgendwo und Sprachlos im Berliner Pergamon-Museum inszeniert. Weitere Produktionen folgten im Rahmen internationaler Theaterfestivals. Im letzten Jahr arbeitete er mit dem Gorki-Theater in Berlin zusammen. Für seine französischen Texte erhielt er mehrere Auszeichnungen, darunter 2014 den
Prix de la Dramaturgie de Langue Française oder den L'aide à la création du Centre National du Théâtre. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Herzlich willkommen, Petro Kadivar. Den Abend moderieren wird Dörte Bischoff, auch zwei kurze Worte zu ihr, seit 2011 Professorin für neuere deutsche Literatur an der Universität Hamburg und Leiterin der Walter-A.-Berenson-Forschungsstelle für deutschsprachiges Exilliteratur an eben dieser Universität, eine bundesweit renommierte Institution. Darüber hinaus ist sie Mitherausgeberin des Internationalen Jahrbuchs für Exilforschung, also eine Gesprächspartnerin, eine Moderatorin, die selber sehr viel Expertise in das Gespräch einbringen wird. Herzlich willkommen, Dörte Bischoff. Und last not least danken wir dem Hamburger Schauspieler und Sprecher Stefan Benson für die gleichfolgenden Lesungen aus dem kleinen Buch der Migration. Dafür schon mal vorab an dieser Stelle herzlichen Dank. Dieser heutige Abend reiht sich für uns in der Körber-Stiftung ein in eine längere Strecke von Veranstaltungen, die auch immer wieder hier stattgefunden haben, zum Thema Exil und die in den letzten 3 Jahren zugelaufen sind auf eine größere Beschäftigung mit dem Thema des Exils, nämlich den Tagen des Exils in Hamburg, die im Herbst in diesem Jahr stattfinden werden, vom 15. Oktober bis 16. November. Und ich hoffe natürlich, dass Sie, wenn Sie neugierig geworden sind, heute Abend vielleicht sich in den Newsletter eintragen der Körber-Stiftung und dann auch frühzeitig Informationen bekommen werden über das Programm der Tage des Exils, das ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Jetzt freuen wir uns gleich auf das Gespräch zwischen Dörte Bischoff und Petro Kadivar. Anschließend haben Sie, wie Sie es gewohnt sind, bei uns Gelegenheit, das Gehörte noch ein bisschen zu vertiefen, bei Kaltgetränken, Wein oder was immer Sie bevorzugen. Und Petro Kadivar hat sich bereit erklärt, dann auch hier im Vorraum, dort in der Nähe des Büchertisches, des Verlags, das kleine Buch der Migration zu signieren. Dafür ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier sein zu können. Ich freue mich auch sehr, dass Sie wirklich so zahlreich da sind, denn die Konkurrenz durch Schwimmbäder und Ähnliches ist natürlich sehr groß heute. Wir sprechen über dieses Buch. Herr Tetzlaff hat es Ihnen gerade schon gezeigt, das kleine Buch der Migration von Petro Kadivar, das seit letztem Jahr auch in deutscher Sprache zugänglich ist und es ist tatsächlich auch bei der letzten Buchmesse, weil es eher gegen Ende des Jahres noch gar nicht präsentiert worden, wird dieses Jahr dort noch mal größer präsentiert. Insofern ist es auf jeden Fall noch an der Zeit und für uns auch hohe Zeit, uns mit diesem Buch hier zu beschäftigen, weil ich denke, für alle, wie für mich und vielleicht für manche von Ihnen auch, die sich für dieses Thema Exil und Migration interessieren, bietet es eine ganze Menge von Anstößen, von auch Exkursionen in die Kulturgeschichte, nicht nur literarhistorisch, sondern eigentlich alle Künste kommen irgendwie mal vor und es kommt viel Autobiografisches vor, aber es kommen eben auch viele Namen vor, die sich in der Vergangenheit oder zum Teil auch in der Gegenwart mit Exil und Migration verknüpfen. Und vielleicht zum Einstieg in das Buch, aus dem wir dann später noch einige Passagen hören werden. Es ist ja das Wort Migrationen im Plural im Titel. Und zum einen geht es um Ihre eigenen Erlebnisse als Migrant. Es geht aber auch um andere
Autoren, Schriftsteller, Künstler, die Migrationserlebnisse entweder selbst hatten und die gestaltet haben oder aber sie imaginieren, was ja auch eine wichtige Komponente des Buches ist. Aber es geht, würde ich sagen, es geht ganz generell um Bewegung und Beweglichkeit. Nicht nur Menschen betreffend und gar nicht unbedingt auch nur die Bewegung von einem Land zum anderen oder einer Kultur in die andere betreffend, sondern Beweglichkeit als ein Prinzip, was auch das Menschsein irgendwie ausmacht. Und insofern geht es und auch um die Bewegung von Dingen, von Ideen, von Vorstellungen. Und insofern geht es vielleicht auch um so etwas wie eine Kunst, eine Lebenskunst der Migration. Was man jetzt vielleicht bei den Lesungen auch nicht so heraushört, was ich deswegen vorweg gerne nochmal sagen würde zu diesem Buch ist, wenn man es aufschlägt, dann stellt man eigentlich schon gleich fest, dass es nicht so in einem Rutsch durcherzählt ist. Es erzählt nicht eine Geschichte, sondern es erzählt eben diesen Plural, diese vielen Migrationen in fragmentarischen Stückchen, in Episoden, in kurzen Abschnitten, die zum Teil durch die Zeiten springen, die zum Teil auch von einem Raum in den anderen unverbunden erstmal springen. Und es gibt keine Instanz, die das alles so zu einem großen Ganzen fügen würde. Aber gerade durch so Brüche, durch das Fragmenthafte, durch Leerstellen auch, wird man eigentlich dazu veranlasst, darüber nachzudenken, wie eigentlich diese verschiedenen Fragmente doch auch zusammenhängen können. Und so viel vielleicht zu der Struktur des Buches, was Sie, wie gesagt, ja sehr gerne auch dann später noch erwerben können. Aber wir versuchen jetzt in den folgenden Minuten hier es auch ein bisschen plastisch werden zu lassen, worum es geht. Vielleicht zum Einstieg an Sie, Herr Kadivar, die Frage, Sie leben jetzt schon seit 1996 in Berlin. Das ist ja schon eine relativ lange Zeit. Davor haben Sie aber auch recht lange und recht prägende Jahre ja in Paris erlebt, in Frankreich. Würden Sie denn sagen, dass Deutschland, dass Berlin Ihre Heimat ist? Können Sie mit dem Begriff Wahlheimat irgendetwas anfangen? Erstmal schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind und herzlichen Dank für die Einladung. Hier, ich freue mich, hier zu sein. Heute Abend, ich versuche es. Das ist eine interessante Frage, weil das ist so, dass die Frage, also das Wort Heimat wird immer im Singular erwähnt. Ob das meine Heimat ist, ob man eine Heimat, warum sollte man nur eine haben? Berlin ist auch meine Heimat und nicht die einzige. Aber es ist tatsächlich etwas mit Berlin passiert, was sehr wichtig in meinem Leben gewesen ist. Und zwar eben, Berlin hat mir auch, wie ich auch im Buch erzähle, den Weg zum Iran erlaubt. Also in Berlin, dann hat es auch mit dem Prozess angefangen, überhaupt eine Rückkehr in den Iran mir vorzustellen und zu ermöglichen. Insofern ist natürlich Berlin ein sehr wichtiger Ort gewesen. Aber ich muss sagen, dass Berlin ist eine Heimat für mich. Ich habe aus verschiedenen Gründen, genauso wie Iran ist eine Heimat für mich aus anderen Gründen und auch Frankreich für mich eine Heimat ist aus noch anderen Gründen. Und die sind alle drei Orte, diese alle drei Sprachen, Kulturen sind mir vertraut und wichtig, auch wenn sie nicht, natürlich, die sind. Jede von diesen Orten ist mit einem bestimmten Erlebnissen auch verbunden. Und die sind alle intensiv. Aber die sind alle aus unterschiedlichen Gründen Heimat für mich. Also Heimat im Plural. Gibt es denn etwas an Berlin, was sich besonders mit Ihren Erfahrungen verschränkt? Ich habe lange
lange Zeit gebraucht, um das zu verstehen, warum Berlin mich fasziniert hat, auch tatsächlich. Und warum ich schon bei der ersten Reise nach Berlin, 92, das war eine organisierte Reise für eine Gruppe von jungen Theaterregisseuren, ich war der Jüngste dabei. Das war ein Treffen mit Heiner Müller. Das heißt, wir waren 5 Tage und 5 Nächte mit Heiner Müller. Das ist schon beeindruckend. Er hat viel erzählt von Berlin. Er mochte Berlin. Er war wirklich, also er kommt aus Sachsen, aber er ist ein, er hat lange in Berlin gelebt. Und das war 92, also relativ kurz nach dem Fall der Mauer, also nach der Vereinigung. Und diese Stadt hat mich total fasziniert, weil das war auch so unterschiedlich im Vergleich zu Paris. Also eine ganz andere urbane Struktur und eine ganz andere Geschichte auch mit der Mauer und mit dieser Ost-West-Geschichte. Und das hat mich sehr fasziniert und ich habe mir gedacht, ich muss unbedingt nochmal hin. Und wir haben auch lange Gespräche geführt mit Heiner Müller. Damals konnte ich kein Wort Deutsch, wir hatten einen Dolmetscher bei uns. Das war auch wie ein Rätsel für mich, Berlin damals. Und dann, ich bin dann Dezember 95 oder Januar 96 bin ich dann für die Beerdigung von Heiner Müller da gewesen in Berlin und dann ein paar Monate später dann wieder nach Berlin gekommen. Jetzt eigentlich ein paar Jahre später habe ich entdeckt, warum in Berlin hatte ich ein Heimatsgefühl, obwohl ich überhaupt die Sprache nicht sprach damals. Und das hat tatsächlich mit der Geschichte der Stadt zu tun, das heißt, dieser Bruch in der Stadt selbst, in der Geschichte der Stadt, durch die Mauer, durch diese ganze unglaubliche Geschichte, was aus Berlin die einzige Stadt in der Welt, und nicht die einzige, weil es gibt auch Görlitz natürlich, also die getrennte Stadt, und dieser Bruch, ich glaube, hat mich angesprochen. Und das ist auch genau, das ist ein Bild von meinem eigenen Leben, wo ein Bruch stattgefunden hat bei mir mit 16, wo ich in den, nach Frankreich, also wir wollten auch gar nicht eigentlich nach Europa, wir wollten nach Amerika und es war eine Zwischenstation nur, Paris, um ein Visum zu bekommen nach Amerika und wir haben kein Visum bekommen, weil damals, genauso wie jetzt, damals durften die Iraner kein Visum bekommen. Wir wollten einfach in ein Land kommen, wo es eine amerikanische Botschaft gibt, wo man ein Visum beantragen kann. Das haben wir auch gemacht. Aber das könnte genauso Kopenhagen sein, Amsterdam oder Japan sein. Also das ist auch nicht Frankreich. Es war gar nicht gezielt. Aber wir haben kein Visum bekommen. Wir mussten da bleiben. Und dass Französisch jetzt meine Sprache geworden ist, also in der ich am meisten schreibe, ist auch ein Zufall. Das war nicht. Ich habe kein Wort auf Französisch im Iran gelernt. Und das alles ist so, aber tatsächlich Berlin, um auf Ihre Frage zu antworten, tatsächlich, ich glaube, die Geschichte von Berlin hat widerspiegelt etwas von meiner eigenen Geschichte und da gibt es eine intime Beziehung. Mhm. Was Sie gerade schon andeuten mit Heiner Müller, ist ja eigentlich auch etwas, was häufiger in Ihren Texten vorkommt. Es gibt ja auch inländische Migrationen, also gerade in Deutschland. Es gibt Ostdeutsche, die das Gefühl hatten, dass eigentlich nichts von dem, was sie für vertraut gehalten hatten, mehr da war. Dass es eine Art, obwohl sie sich vielleicht gar nicht vom Fleck bewegt haben, eine Art Migration stattgefunden hat durch die Wende. Es gibt einen Bayern, den es nach Norddeutschland verschlägt und der auch das Gefühl hat, migriert zu sein. Also immer wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass Migration vieles und viel anderes auch sein kann, als das, was man sich vielleicht auf den ersten Blick darunter vorstellt. Ja, Sie haben absolut recht, weil das, was Sie auch in Ihrer Einführung gesagt haben, stimmt absolut. Das heißt, mein Ziel oder das Thema des Buches ist eigentlich ein Versuch, den Begriff Migration zu erweitern. Das heißt, auch derjenige, der sich nie bewegt hat in seinem kleinen Dorf, seiner großen Stadt geblieben ist, sein ganzes Leben und immer dieselbe Sprache spricht, hat auch eine Migrationserfahrung, weil es geht eigentlich darum, dass man auf der Suche nach einem Lebensraum ist. Und dieser Lebensraum ist uns nicht gegeben. Das heißt, auch derjenige, der immer am selben Ort bleibt, irgendwann in der Pubertät oder etwas später sich fragt, was habe ich zu tun mit diesem Ort, mit dieser Sprache, mit dieser Familie. Das alles kann fremd vorkommen. Und dann man fragt sich, was ist das, was ist meine Verbindung? Die Verbindung von einem Franzosen zu seinem eigenen Land ist nicht so selbstverständlich auch, genauso wie die von einem Deutschen zu Deutschland. Mhm. Und es gibt ein sehr schönes Buch, das wurde vor kurzem auf Deutsch erschienen von Jean-Christophe Bailly, das heißt, auf Französisch heißt das Dépaysement, Reise
durch Frankreich. Und das fängt mit einem sehr schönen Fragment an. Er ist in New York an einem Abend in Amerika und guckt sich einen Film von, ich glaube, das ist ein Film von Renoir, also Jean Renoir, der große französische Filmregisseur. Und das ist im Fernsehen. Und er guckt sich an und er sagt sich, komisch, es gibt etwas Französisches dabei. Also ich erkenne mich bei diesem Film. Es gibt eine Verbindung. Ich bin Franzose und der Film ist auch französisch. Aber er kann gar nicht verstehen, was ist genau die Verbindung. Warum kann er sich mit diesem Film identifizieren? Und dann das ist die Motivation, eben diese eine ganz große Reise in Frankreich zu machen, um zu verstehen, was ist Französisch sein? Warum ist er Franzose? Warum sagt man, dass er Franzose ist? Ich meine, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man sagt, ich bin in diesem Land geboren und ich bin dann deswegen aus diesem Land und in dieser Sprache. Und ich glaube, wir haben immer genau dieselbe, wir haben alle dasselbe Problem und dieselbe Frage. Jetzt natürlich in bestimmten Fällen muss man sein Land verlassen, auf der Suche nach einem Lebensraum, weil eben das ist nicht mehr möglich, in diesem Land zu leben. Aber ich glaube, auch wenn man am selben dort bleibt, die Frage von der Suche nach einem Lebensraum und insofern die Frage von einer gewissen Migration ist genauso wichtig. Und was Sie ja auch immer wieder beschreiben, ist, dass man eben überraschenderweise, also gerade wenn man offen dafür ist und wenn man auch genau diese Suche nicht nur als rückwärtsgewandtes Schauen auf das Verlorene oder Verlassene, sondern auch auf die Neugier, was man vielleicht auch am anderen Ort finden kann, dass man überraschenderweise dann ganz viel Vertrautes doch auch wieder antrifft. Und vielleicht hören wir jetzt mal den ersten Teil aus dem Buch, der heißt, das ist ein kleines Kapitel, also das ganze Buch besteht aus zwei größeren Teilen. Der erste Teil hat was zu tun mit Grenzen, also auch dem Aufmerksamwerden auf Grenzen, hat einige Unterkapitel und dann gibt es einen zweiten Teil, der hat eher was mit Grenzüberwindung und Grenzüberschreitung zu tun. Dann gibt es einen Prolog, da sprechen wir gleich noch darüber. Aber dieser kleine Kurztext ist aus dem zweiten Teil, wo es um Grenzen überwinden geht und heißt Schlachtensee. Damit wären wir wieder bei Berlin und Stefan Benson wird den Teil vortragen. Hören Sie. Manchmal fällt einem plötzlich ein Musikstück wieder ein, wenn man irgendwo vorübergeht. Es gibt keine augenscheinliche Verbindung zwischen Ort und Musik. Nichts, was sie miteinander zu tun hätten. Und doch besteht für sie ein unabweislicher Zusammenhang. Aber nur für sie. Der Schlachtensee. Ein Gewässer bei Berlin. Ich kenne ihn zu jeder Tageszeit, bei Tag und bei Nacht. Ich bin dort wohl an die 100 Mal spazieren gegangen, habe ihn allein oder zu zweit, manchmal zu mehreren umrundet. Im Sommer bade ich gern in seinem kühlen und sauberen Wasser, meist abends, wenn sich die Sonne langsam neigt oder auch in Vollmondnächten. An diesem See bin ich noch als Erwachsener gewachsen. Gedanken sind mir dort gekommen. Gefühle haben sich eingestellt. Einfälle fürs Leben. Erinnerungen sind in mir wieder aufgestiegen und Visionen für die Zukunft. Teils beim Gehen auf dem Uferweg, teils im Wasser, während ich den Himmel und die Bäume betrachtete. Vor Jahren, ich lebte damals noch in Paris, hörte ich spätabends in einer Sendung von France Culture, dass Haydn das Streichquartett erfunden habe. 2 Jahre später, schon in Berlin, kaufte ich während einer Paris-Reise in einem Plattenladen in der Rue Saint-Antoine eine Gesamtaufnahme der Quartette Opus 64, die zum halben Preis angeboten wurde. Ich kannte den Schlachtensee noch nicht so gut. Ich war erst 2 oder 3 Mal dort gewesen. Er war für mich ein See wie viele andere in dieser seenreichen Gegend. Und je mehr er zu einem Kultort meines Berliner Lebens wurde, desto öfter hörte ich beim Spazierengehen an seinen Ufern den 3. Satz des Quartetts Opus 64 Nummer 2. Die Musik
tönte wie aus der Ferne, als käme sie in Wellen, und setzte sich mit ruhiger Selbstverständlichkeit in mir fest. Sie kam direkt aus dem See, aus der Landschaft ringsum, vom Himmel, und umfing den ganzen Ort einschließlich der Menschen, die dort waren. Kraft häufigen Badens in seinen Wassern wurde ich aus diesem See gebürtig. Tag und Nacht war ich in ihn eingetaucht, wenn ich durch die Straßen von Berlin schlenderte. Ich führte eine Unterwasserexistenz inmitten der Großstädter. Ich machte mich nicht oft zum See auf. Aber wenn, war es jedes Mal ein Ereignis. Die Wiederbegegnung mit einer Landschaft, die seit langem mein war, schon bevor ich sie entdeckte. Sobald er vor mir lag, verschwand jeder geografische Anhaltspunkt. Es war eine namenlose Gegend, weit ab von irgendeinem bestimmbaren Ort. Er war mein, und ich teilte ihn mit meinesgleichen, die dort spazieren gingen, ihn schwimmend erkundeten, sich an seinen Ufern niederließen, um den Anblick zu genießen, die Wellenbildung an der Oberfläche zu beobachten. Wir waren gleich. Doch sie errieten meine unnennbare Verbindung mit dem See. Eine Verbindung, die mich von den Bewohnern der Umgebung unterschied, die ihn erst kannten, seit sie dort wohnten, mochte es auch seit ihrer Geburt sein, und von allen, für die das Aufsuchen des Sees die Selbstverständlichkeit einer Gewohnheit hatte. Schlachtensee, Berlin. Im Stillen sprach ich zu den kleinen Fischen und den Riesen, die in seinen Tiefen hausten, während ich in der Stadt unterwegs war. Während ich Deutsch lernte, mich eifrig in die vom Französischen so verschiedene Phonetik vertiefte und die ebenso präzise wie komplexe Grammatik entdeckte, widmete ich mich nicht minder sorgfältig der Stummheit der Wassertiere. Vielleicht ist dort, am Ufer dieses Sees, der stumme, nicht in Worte zu fassende, unbegreifliche Wunsch entstanden, ins Land meiner Geburt zurückzukehren. Der Gedanke an ein mögliches Wiedersehen setzte sich langsam in mir fest, brach sich im Laufe meiner Ausflüge heimlich Bahn, reifte wortlos heran bis zu seiner Verwirklichung. Der Iran entstieg dem See wie eine Unterwasserstadt, die durch ein geologisches Wunder zum Vorschein kommt. Wer hätte gedacht, dass dieses Land im Orient, wie man hier zu sagen pflegt, auf dem Grunde eines Berliner Sees liegt, wo Hechte und Waller an seinen Häusern entlangstreichen, durch seine Straßen schwimmen, mit seinen Bewohnern sprechen, ohne die Stille zu stören, ihre Eier in die Rinnsteine legen? Ich am wenigsten, für den der Iran damals seit langem aus der Welt und ganz unwirklich geworden war. Der See ist vor 15.000 Jahren entstanden, im Brandenburger Stadium der sogenannten Weichsel-Eiszeit, die Skandinavien und ganz Nordeuropa, vor allem Polen und den Nordosten Deutschlands, bedeckte. Die iranische Zivilisation ist, obgleich auch sie schon alt ist, erst nach dem See entstanden. Rein chronologisch hätte sie also hier im Eis beginnen und später von Wasser bedeckt werden können. Unermüdlich den See umwandernd, machte ich mich auf den Weg in den Iran, ohne es zu wissen. Meine wiederholte Kreisbewegung war in Wirklichkeit ein langer Marsch auf dem geraden Weg, der mein gegenwärtiges Leben mit meiner Herkunft, der Europa, mit dem Iran verband. Ein Frühmensch ist vor Zeiten an seinen Ufern spazieren gegangen. Er sah mir nicht ähnlich, war anders gekleidet, aß und dachte anders als ich. Und doch muss der See ähnliche Empfindungen in ihm ausgelöst haben. Wie viele Menschen sind hier seitdem spazieren gegangen? Und welche Städte, welche Länder, welche Gesichter, welche Zukunftsaussichten sind diesen Wassern entstiegen? Unter all diesen Menschen war vielleicht auch Beckett.
Der 1906 in Dublin geborene Samuel Beckett hielt sich im Winter 1936-37 in Berlin auf. Zwar erwähnt er den See in seinem Reisetagebuch nicht, aber man weiß ja nie. Vielleicht hat er es vorgezogen, die Gegend zu beschweigen und sie gerade dadurch im Gedächtnis zu bewahren. Als den einzigen in Berlin besuchten Ort, von dem sich im Tagebuch nicht die geringste Spur findet. Wie auch immer. Ich kann ihn mir dort gut beim Spazierengehen vorstellen. Der See würde zu ihm passen. Seine Silhouette nehme sich wunderbar aus in der Landschaft, wenn er am Ufer des zugefrorenen Sees wandert, denn der Schlachtensee friert fast jeden Winter zu, unter strahlender Sonne, während die Leute auf dem Eis Schlittschuh laufen. Oder an einem grauen Tag mit wenig Menschen. Er geht, bleibt einen Augenblick stehen, um das Bild des zugefrorenen Sees seinem Gedächtnis einzuprägen, und geht weiter. Ich weiß nicht, was Samuel Beckett am 31. Dezember 1936 in Berlin gemacht hat, wie er Silvester gefeiert hat. Ich will es gar nicht wissen. Ich will, dass er sich am Neujahrsmorgen zum See begeben hat, um dort den winterlichen Sonnenaufgang zu genießen. Das wäre eine kleine Offenbarung gewesen, ein Vorgeschmack jener anderen, die er 9 Jahre später in Dublin hatte, worin er zurückgekehrt war, um seine Mutter zu besuchen. In einer Märznacht 1946, am Ende einer Mole, beim Anblick des sturmgepeitschten Meeres, wovon in diesen Zeilen von Das letzte Band die Rede ist. Spirituell ein Jahr tiefer Schwermut und Not. Bis zu jener denkwürdigen Nacht im März, am Ende der Mole, im heulenden Wind, ich werde es nie vergessen, als mir plötzlich alles klar wurde. Die Erleuchtung. Endlich. Ich sah damals plötzlich ein, dass das Dunkel, mit dem ich immer gekämpft hatte, um es zu bezwingen, in Wirklichkeit mein Bestes, bis zu meinem letzten Atemzug unzerstörbare Verbindung von Sturm und Nacht mit dem Licht der Erkenntnis und dem Feuer. Vielleicht spricht er nicht vom Schlachtensee und auch nicht von der üppigen Natur, die Berlin zu einer der grünsten Städte Europas macht. Doch Beckett spricht vom Himmel über Berlin, den er in seinem Tagebuch auf Französisch einen quintessentiellen Himmel nennt. Beckets Name war mir schon im Iran geläufig, wie derjenige Hedayats, obwohl ich von keinem je etwas gelesen hatte. Ich erinnere mich an eine Tuschzeichnung auf dem Umschlag einer iranischen Literaturzeitschrift, von der mehrere Nummern im Haus herumlagen, als ich klein war. Beckett und Hedayat haben sich nicht gekannt. Vielleicht sind sie sich in den Straßen von Paris zufällig begegnet, ohne voneinander zu wissen. Ja, Schlachtensee, ein Ort in Berlin. Vielleicht nicht der urbanste Ort, ein auch für die Großstadt eher untypischer Ort, der hier aber eine eigenartige Räumlichkeit bekommt, oder? Also man geht ja immer davon aus, dass bestimmte Orte prägend sind für die eigene Erfahrung und damit auch ganz stark was mit Verwurzelung vielleicht an bestimmten in bestimmten Landschaften, in bestimmten Ländern und so weiter zu tun hat. Hier ist aber dieser Moment der Verwurzelung nicht zentral, oder doch? Wie würden Sie das beschreiben? Ich glaube, dass jede Landschaft ein gewisses Potenzial hat, ein gewisses emotionales Potenzial, was aber auch also unterschiedliche Wirkungen auf verschiedene Individuen haben können, also haben kann. Das heißt, es ist nicht dasselbe für jeden Mensch, der diese Landschaft entdeckt. Es geht auch übrigens viel um Landschaften in diesem Buch. Und jetzt, wenn Sie mich fragen würden, warum plötzlich Schlachtensee,
zu einem Weg zum Iran geworden ist bei mir, die Frage kann ich nicht direkt beantworten. Also es geht um eine Gesamtheit von Elementen, die mich dazu gebracht haben, tatsächlich auch, ich muss sagen, natürlich, als ich in Berlin ankam, die Entdeckung von diesen ganzen Seen war einfach großartig für mich. Das ist wirklich etwas, was man in Paris nicht hat, dass die Seen so in der Nähe sind und so zugänglich. Und natürlich, ich bin jemand, der gerne schwimmt und gerne ins Wasser springt. Und natürlich, das war ideal für mich. Aber das hat mich dazu, also es ging auch um die Landschaft selbst, um diese Rumlaufen. Also man kann ungefähr innerhalb von einer Stunde die Runde machen am Schlachtensee, eine Runde machen um den See herum. Und das Schöne an diesem See, das Besondere auch im Vergleich zu anderen Seen in Berlin, in der Nähe von Berlin oder in Berlin, weil, also Schlachtensee übrigens ist ein Bezirk von Berlin, also das ist schon unglaublich, das ist kein Vorort eigentlich, also wenn man so, wie sagt man, also offiziell ist auf jeden Fall, das gehört zu Berlin. Und das Schöne, das Besondere in dieser Landschaft, also an diesem See, ist, dass wenn man rund läuft, also am rundherum am See läuft, ist das so, dass man dadurch, dass das keine runde Form hat, also das ist keine runde Form, sondern das ist wie ein Acht ungefähr, wenn man am See läuft, am Ufer, die Landschaft verändert sich ständig. Das heißt, man hat sehr oft das Gefühl, dass der See zu Ende ist, dann kommt man in eine Kurve und dann das geht weiter doch. Und dann, also das heißt, man hat ganz unterschiedliche Landschaften, je nachdem, wo man sich befindet am See. Und ich glaube, das hat mich schon damals fasziniert. Aber ich glaube, das war auch ein Ort, wo ich den Gedankenraum gefunden habe, um überhaupt diese Idee in mir kultivieren zu lassen, dass ich doch in den Iran irgendwann auch zurückkehren kann. Was in Frankreich absolut unmöglich war, weil in Frankreich musste ich Franzose sein oder Iraner. Das wurde so auch auf mich aufgedruckt von außen, das war nicht ganz bewusst, mir war nicht damals das so bewusst, aber das ist so. Ist man Ausländer oder ist man Franzose? Punkt. Es gibt keinen dazwischen. Das wird auch thematisiert im Buch. Was absolut falsch ist natürlich. Das ist eine klischeehafte Vorstellung, eine klischeehafte französische Vorstellung und auch europäische Vorstellung, was aber nicht stimmt. Und in Deutschland, ich konnte beides sein, ohne in Widerspruch zu sein mit der Gesellschaft. Da in Deutschland konnte ich Iraner und Franzose sein, gleichzeitig, zugleich. Und da kam dann in Frage überhaupt auch diese Freiheit im Geist zu hegen, oder diese Frage überhaupt kam zum Vorschein, dass ich doch auch irgendwann in den Iran zurückkehren kann, ohne dass ich in Widerspruch mit mir selbst und mit meiner französischen Vergangenheit oder Erlebnis bin. Ja. Mhm. Ja. Vielleicht sollte man noch ergänzen, Sie sind ja als 16-Jährige, haben wir gehört, aus dem Iran geflohen mit Ihrem älteren Bruder, der tatsächlich in der Zeit, wo auch die Universitäten geschlossen waren nach der Revolution, gar nicht mehr studieren konnte und wirklich unter der politischen Repression auch ganz enorm gelitten hat. Er war schon 25 damals. Und haben sich dann natürlich integriert, haben da die Universität später auch besucht und haben aber, und das erfährt man eben auch in dem Buch, beschlossen, einen radikalen Bruch zu machen. Die Muttersprache Persisch nicht mehr zu benutzen, sondern wirklich nur sich komplett einzulassen auf das Französische. Und mit dieser zweiten Migration nach Deutschland öffnen sich dann plötzlich die Möglichkeiten. Ne? Dieses Entweder-Oder, wie Sie es gerade beschrieben haben, weicht einer Aufmerksamkeit, kann man vielleicht sagen, für die Vielheit der Möglichkeiten und auch aber für Orte, an denen Vermischungen und Begegnungen und Beweglichkeiten möglich sind. Und so ein Ort scheint ja irgendwie der Schlachtensee dann zu sein. Ja. Und dann sind Sie tatsächlich nach 21 Jahren zum ersten Mal wieder in den Iran zurückgekehrt. Was man auch
immer wieder erfährt, ist, das scheint mir auch so ein Schreibimpuls zu sein, dass Sie aus Ihrer eigenen Situation heraus Spuren nachgehen, wo es solche Begegnungen früher schon einmal gegeben hat, die eben auch darauf hinweisen, es gibt nicht nur das Entweder-Oder und es gibt nicht nur Menschen, die Iraner sind und so identifiziert und als zugehörig beschrieben werden können und solche, die zum Beispiel Deutsche sind oder Franzosen, sondern es gibt, hat immer auch schon Bewegungen zwischen den Kulturen, zwischen den Ländern gegeben. Und ich würde sagen, nachdem wir den Namen Hedayat gerade schon gehört haben, aber noch nichts näher über ihn erfahren haben, hören wir jetzt mal die zweite Passage aus dem Buch. Herr Benson. Hedayat liebte es, auf den Kais entlang der Seine rings um die Insel Saint-Louis spazieren zu gehen. Ein tägliches Ritual vielleicht, ein ruhiges und kontemplatives Tun, bei dem er in der gewohnten Umgebung seine Gedanken ordnete, seine Ideen vorantrieb, sich selbst durch diese Stadt laufen sah und die Intensität des Lebens ermaß, das sie durchpulste. Ohne Zweifel kannte er die örtlichen Gegebenheiten besser als manche Bewohner dieser Gegend, kannte das Gefühl, auf schlecht behauene Pflastersteine zu treten, die je nach Lichteinfall und Jahreszeit wechselnde Farbe des Flusses und auch die zufällig aufgeschnappten Wortfetzen und Geräusche. Er ist hier. Für ihn ist der Ort nicht zu verorten. Er befindet sich in keinem Land, ein durch innige Vertrautheit namenloser Ort. Er macht sich eins mit ihm. Er ist nicht dieser Ort, von dem man spricht, der hier und da genannt wird. Er bleibt stets woanders. Und er, Hedayat, gehört ihm gänzlich zu. An diesem Ort entfalten sich alle Landschaften vor seinen Augen, die seiner Kindheit im Iran, Belgien, wo er bei seiner ersten Europareise ankam, die Umgebung von Paris, die Ufer der Marne, wo er sich damals in den Fluss stürzte, aber auch die realen oder imaginären Landschaften seiner Novellen und Romane, die er vielleicht später einmal aufsuchen wird. Hier entfaltet sich die Welt während eines bescheidenen täglichen Spaziergangs. Hier breitet sich das Leben aller Menschen aus. Hier bist du kein iranischer Einwanderer mehr, kein Fremder in Paris, wie du auch heißen magst, was auch immer die anderen denken mögen. Hier ist der Ort der Orte. Und die Frage deiner Zugehörigkeit verblasst, wird sinnlos. So klar und gegenstandslos ist sie. Zwei Männer gehen Seite an Seite, doch wissen sie nicht, wo sie sind. Tatsächlich wechseln die Landschaften ringsum, je nachdem, worüber sie gerade sprechen. Bald ist es jenes Viertel Teherans, in dem der eine geboren ist, bald die französische Heimat des anderen. Bald Paris und Umgebung, wo der eine gelebt hat, bald die syrische Hauptstadt Damaskus, wo der andere 2 Jahre lang das Institut Français geleitet hat. Die Landschaft wechselt unablässig. Dennoch gehen beide Männer im gleichen Schritt weiter. Der gemeinsame Schritt, die identische Haltung verraten trotz der unterschiedlichen Statur ihre Freundschaft. Wer je von ihnen gehört hat, erkennt sie schon von Weitem, Lescaut und Hedayat. Was machen sie gemeinsam? Lescaut begeistert sich für persische Literatur, spricht auch Arabisch, besser noch als Persisch, und wird in Literaturlexika als der erste verzeichnet sein, der kurdische Volksdichtung ins Französische übertrug. Hedayat kennt die Literatur des Westens gut. Er hat in Frankreich gelebt und ist auch dort begraben. Lescaut sagt, er erkenne sich in dem Territorium wieder, wo er spazieren gehe. Seine Übersetzertätigkeit folge nicht dem Wunsch, eine fremde Kultur in seinem Land zu vermitteln, sondern zu zeigen, wie sehr er sich in beiden
angeblich so fernen und einander fremden Kulturen zu Hause fühle. Hedayat schweigt, weil er nicht genau weiß, was das bedeuten soll, sich in einem Territorium wiederzuerkennen. Denn wenn er sich in einer Gegend wohlgefühlt hat, war es immer so, dass die Grenzen aufgehoben waren oder das Territorium als solches keine Rolle spielte. Er sagt, Zugehörigkeit erweise sich grundsätzlich in der Verschiebung von Landschaften und sei selbst weder einheitlich noch konstant. Zum letzten Mal landet Hedayat im November 1950 in Paris. Unter dem Vorwand einer medizinischen Behandlung nimmt er Krankenurlaub von der Fakultät der Schönen Künste in Teheran, wo er als Französisch-Dolmetscher arbeitet. Er führt ein verlängerbares 3-Monats-Visum bei sich. Im Figaro feiert der Schriftsteller Joseph Breitbach seine Rückkehr nach Frankreich und veranlasst Jean Paulhan, zu seinen Ehren einen Empfang bei Gallimard zu geben. Hedayat lehnt das ab. Ihm graust vor dem gesellschaftlichen Leben. Seine Freunde Philippe Soupault und Roger Lescaut sind nicht in Paris. Seine materielle Situation verschlechtert sich zunehmend. Er wohnt in billigen Hotels mit wenig Komfort. Nach 3 Monaten gewährt ihm die Präfektur bloß eine 2-wöchige Verlängerung. Und selbst die nur unter der Bedingung, dass er ins Ausland reist. Er ist ein Einwanderer, ein Fremder auf französischem Boden. Seine meisterhafte Sprachbeherrschung und seine profunde Kenntnis der französischen Literatur, die Vertrautheit seiner Füße mit den schlecht behauenen Steinen auf den Kais entlang der Seine, zählen nicht. Seine Zugehörigkeit zu dieser Stadt wird nicht anerkannt. Und im Iran will man den Verrückten nicht, der zu keinem Kompromiss bereit ist. Am 9. April 1951 nimmt er sich das Leben. Diese Passage ist zusammengesetzt aus verschiedenen Episoden, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Wenn man sie zusammenstellt, finde ich, wird noch besonders bedrückend dieses Ende, dass Hedayat sich in Paris das Leben nimmt, in einer Situation, wo er einfach auch von den Behörden nicht anerkannt wird und wo das, was vorher in den anderen Episoden eben im Zentrum stand, dass da jemand als Kulturvermittler aufgetreten ist und in einer Weise gelebt hat, wo Territorien und Zugehörigkeiten sich plötzlich als sehr beweglich erwiesen haben. Das spielt auf einmal keine Rolle mehr. Ja. Sie haben ja, vielleicht ganz kurz, Sie haben Hedayat als Prolog dem Buch vorausgestellt. Vielleicht können Sie dazu kurz was sagen. Ja, er hat natürlich einen besonderen Platz in diesem Buch. Das ist, also er taucht immer wieder auf, ja. Und das ist eine Figur, die mich inspiriert, nicht weil ich besonders sein Werk kenne. Also erstmal, vielleicht muss man kurz ihn präsentieren. Das ist der Gründer, das ich, wie Sie auch gesagt haben, der Gründer der modernen persischen Literatur, das heißt des modernen persischen Roman. Vor ihm gab es keinen persischen Roman. Er ist dann Anfang 50er Jahre hat er sich umgebracht. Er hat ausschließlich auf Persisch geschrieben, aber er kannte mehrere tote Sprachen und auch gesprochene, lebende Sprachen. Er hat viel aus dem Französischen übersetzt, Sartre, Maupassant, aber auch andere Schriftsteller wie Kafka und Tschechow, aber aus dem Französischen. Also die Übersetzungen müssen ganz schlecht sein, ich kenne sie nicht, aber auf jeden Fall, er kannte sehr gut Französisch und er konnte sehr gut Französisch sprechen und übersetzen ins Persische. Das ist eine tragische, natürlich ein tragisches Schicksal, weil er nie anerkannt wurde, nicht in seinem eigenen Land und auch eigentlich nicht in Frankreich, obwohl er im literarischen Milieu sehr präsent war und obwohl er wirklich großartige Texte geschrieben hat. Und der interessiert mich, weil
ist eine Figur, die eigentlich diese Brücke zwischen Europa und dem Iran sehr gut illustrieren kann. Also er hat versucht, viel zu übersetzen. Er hat sich zu Hause gefühlt in Europa, aber auch im Iran. Also er hat nie aufgegeben, in den Iran immer wieder zurückzukehren. Das ist nicht so, dass man sagen kann, er hat lange Aufenthalte gehabt in Frankreich, über Monate und Jahre, aber immer wieder auch zurückgekehrt in den Iran. Er hat nie den Kontakt verloren mit dem Iran. Das war ihm sehr wichtig. Und das ist natürlich für mich eine exemplarische Figur von Migration und auch von der Beziehung zwischen Europa und dem Iran. Und das ist natürlich immer so, dass man sich vorstellt, man kommt aus einer Kultur, aus einem Land und ist den anderen Kulturen und den anderen Ländern fremd. Und das ist aber nicht so, das entspricht keiner Realität. Man stellt sich das vor, wenn man eben keine Erfahrung hat, wo man ihn plötzlich, also das, ich glaube, das erleben wir auch alle immer wieder. Plötzlich, warum plötzlich an einem Ort, wo ich nie gewesen bin, fühle ich mich so vertraut und in meiner Heimat. Das erleben wir ab und zu, ich glaube, alle. Also manchmal fahren wir sehr, sehr weit weg und plötzlich an einem Ort fühlen wir uns ganz wohl und ganz zu Hause. Auch mit anderen Leuten, die uns nicht ähnlich sind, die auch eine andere Sprache sprechen. Woher kommt das? Und das ist besonders im Kunstbereich sehr deutlich, weil ich glaube, Literatur ist universell und sonst ist das keine Literatur. Warum eben die großen Werke von chinesischen Schriftstellern, von, keine Ahnung, afrikanischen, japanischen uns ansprechen? Sie werden auch übersetzt und wir lesen diese Romane, wir lesen diese Texte und die sind uns nicht fremd. Weil ich glaube, es geht tatsächlich um eine gewisse, also eine menschliche Essenz, was natürlich, es gibt verschiedene Formen, verschiedene Umgangsweisen auch mit verschiedenen, mit den Emotionen, mit dem Leben, aber es gibt etwas dabei, was uns allen eben gemeinsam ist. Und dabei geht es auch viel darum tatsächlich, weil warum jemand wie Hedayat, natürlich er ist auch relativ jung, mit 18 oder 20 nach Europa gekommen, ich muss nochmal das Buch lesen, also das wird dann genau dabei erwähnt, er hat diese Verbindung plötzlich tatsächlich zu den französischen 1920. Er ist plötzlich, warum hat er diese intime diese Vertrautheit mit der französischen Literatur, die er entdeckt? Mhm. Warum? Und er hat sie ja auch übersetzt. Er hat Sartre, Maupassant, und so weiter übersetzt. Und warum tatsächlich ich als neu angekommener Iraner im französischen Unterricht im Gymnasium plötzlich entdecke ich Proust und er spricht mich an und ich habe sogar den Eindruck, dass er über meine Kindheit selbst redet, obwohl Combray also Ende 19. Jahrhundert hat kaum mit Shiraz zu tun, auch landschaftlich, aber es gibt gewisse Emotionen, Wahrnehmungsweisen, die sehr, sehr ähnlich sind. Diese Verbindungen gibt es. Und ich glaube, die Kunst ist eben verdeutlicht eben diese Verbindungen, diese reale Verbindungen. Und das ist auch ein Fragment im Buch, wo die Landschaften um die beiden herum eben sich verändern, je nachdem, wovon sie reden. Und das ist diese, ich glaube, die Orte bewegen sich auch. Das heißt, das ist nicht, weil ich weit weg vom Iran bin, dass ich die Orte nicht mehr erlebe durch eben neue Orte, die ich auch hier entdecke. Mhm. Also es gibt eine Bewegung in diesen örtlichen Erlebnissen, Wahrnehmungen, die extrem wichtig ist und das ist, ich glaube, das ist auch eine sehr lebendige, das ist eine ganz lebendige Dynamik natürlich dabei. Mhm. Also es gibt auch eine Passage, eben das wird nicht gelesen, es geht um Dürer tatsächlich und diese Rückkehr nach Deutschland, nach Nürnberg, also seine erste Italienreise von Albrecht Dürer, der deutsche Maler, der nach dieser Reise am Ende dann, er ist auf dem Weg tatsächlich nach Nürnberg, er ist aber noch in Italien, in Toskana und dann er entdeckt plötzlich eine Landschaft, das ist ein Felsen mit einem mit einem kleinen Schloss drauf und plötzlich, es gibt ein Bild, ein Aquarell von ihm davon in Louvre in Paris und es gibt diese Idee, diese Vorstellung, dass er diesen Ort gemalt hat, weil das ihn extrem an seinen Heimatort eben erinnert hat. Und ich glaube,
Das ist das Aufhebung der Grenzen, was ich meine. Mhm. Und ich meine, was deutlich wird, ist, dass ja auch Landschaften nicht einfach nur da sind und Menschen verorten sozusagen, sondern dass Landschaften auch ganz viel mit Vorstellungen zu tun haben, ne? Mit ja. Imagination. Also wie stellen wir das Verhältnis zwischen uns und den Landschaften her? Und ich finde, das sind besonders schöne Bilder, wo plötzlich die Landschaften selbst so in Bewegung geraten, die Sie hier finden. Vielleicht noch eine andere Frage, weil Sie im Prolog ja den Hedayat als Begründer der modernen persischen Literatur auch vorwegstellen. Er sei so eine Art Phantom, das über dem Buch steht. Und sehen Sie denn auch Ihr eigenes Schreiben ein bisschen so als Antwort darauf, auf diese auch durchaus abgebrochenen Begegnungen und Berührungen zwischen den Kulturen, zwischen den Ländern, denn er hat sich umgebracht, offenbar ist da ja wirklich etwas auch gewaltsam beendet worden, solche Spuren wieder zu suchen, aufzusammeln, in Literatur umzuwandeln. Also ich glaube, es gibt tatsächlich einen Migrationsbegriff, der sehr tief mit der Literatur selbst zu tun hat. Also ich glaube, Literatur ist Migration, in dem Sinne, dass es um eine Fortbewegung ständig geht, wo man von einem Raum zu einem anderen, man versucht neue Räume zu schaffen. Und da ist eine Migration dabei. Also das ist für mich, ja, Literatur ist auch selber einfach als Migration zu definieren. Dass Hedayat sich umgebracht hat, hat einfach mit seinem konkreten, realen Leben zu tun. Also das sind ganz schwierigen Lebensbedingungen. Hat auch teilweise mit ihm, aber er hatte auch Depressionen. Er hat schon mit 17 angefangen, sich umzubringen. Also er hat eine lange Karriere als suizidärer Mensch. Das wird auch thematisiert im Buch übrigens. Und ich glaube, das hat aber auch was total Lebendiges, eben diese Migrationsgeschichten. Das ist nicht etwas Verzweifeltes, wo man ständig nach Verbindungen sucht. Das ist, weil das ist ein Wunder, wenn man immer wieder neue Verbindungen entdeckt, die Möglichkeit neuer Verbindungen, die Möglichkeit neuer Geburten, oder auch, also Geburt nicht Singular, sondern Plural, weil ich glaube, das ist immer wieder möglich, wenn man diese Offenheit hat, eben, und dass man immer wieder einen neuen Lebensort entdeckt. Das ist tatsächlich so, dass, also das Wort Exil übrigens, also das hat natürlich, also das aus Exilium, das lateinische Exilium, das heißt Verbannung, und Exilio, also der Exilant, der Verbannte, aber das hat auch einen anderen etymologischen Ursprung, und zwar ex salto, also springen, also wie Hannah Arendt das auch zitiert, Sprung, und Sprung in die Luft, nach außen, aus Wut oder aus Freude, aber Sprung, das ist eine Lebensnotwendigkeit, eine freudige Lebensbewegung, Exil. Und es ist nicht diese tragische, ständig dramatisierte, natürlich dabei, es gibt auch dramatische Kontexte, Erfahrungen, das ist absolut klar, aber ich meine, das ist auch eine Lebensbewegung, eine unglaublich lebendiges Verlangen nach Leben, ja. Das würden sicherlich manche, die gerade geflohen sind, merkwürdig finden, dieses Freudige daran. Aber ich glaube, was sehr deutlich wird in dem Buch, ist diese Umkehr der Perspektive. Ja, zu sagen, ich bin nicht nur Opfer von schwierigen Verhältnissen geworden, das auch, aber ich kann sozusagen selbst das Gewohnte, das Vertraute auch verlassen und mich selbst neu erfinden, meine Vorstellung von der Welt neu erfinden. Und in dieser Selbsterfindung besteht eigentlich auch etwas, was lebendig ist. Aber es gibt ja Verlust. Es ist absolut klar, es gibt Verlust, aber es gibt auch neue Begegnungen. Mhm. Es gibt auch neue Sachen, die man erlebt. Es geht nicht darum, dass man sagt, nein, man hat nichts verloren, alles klar, wir machen weiter. Natürlich, das ist nicht so. Es geht um Trauern, um etwas tatsächlich, das Trauern, das melancholische Trauern von Migranten. Das gibt es, weil man etwas verloren hat. Aber es gibt auch
einen neuen Lebensraum, es gibt auch eine neue Sprache, es gibt auch einen neuen Himmel, neue Landschaften. Und wenn die anderen, die in diesen Landschaften leben, wenn sie auch verstehen würden, dass diese Menschen genau eine solche Verbindung aufbauen können mit diesem neuen Lebensort, mit der Zeit, dann wäre das möglich. Mhm. Und ich meine, wir haben ja gerade gesehen, also Hedayat und Lescaut, sein Übersetzer, der selbst Orientalist war und sich, haben wir gehört, ganz intensiv auch beschäftigt hat mit dem Iran, wie sie gemeinsam gehen. Also dieses Gehen, dieses in Bewegung bleiben, das ist ja irgendwie so ein Basso Continuo, der sich so durch ihren Text zieht und durch andere Texte, die sie verfasst haben, auch. Beispielsweise gibt es ein Theaterstück, das heißt Herbststück. Gehen auch immer wieder Menschen zu zweit, bewegen sich und begegnen sich gleichzeitig. Aber es ist nicht so, es ist jetzt nicht einfach so harmonisierend. Es gibt Dialog, es wird miteinander gesprochen, aber dieser Dialog ist nicht immer so, dass man sich auch versteht. Das haben wir gerade auch gehört. Ne? Also ab und zu gibt es auch Unverständnis oder Missverständnis. Ja. Und es gibt verschiedene Perspektiven, aber solange man gemeinsam in Bewegung bleibt, ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, dass man jedes, alles versteht ganz genau und es genauso sieht wie der andere. Das habe ich so ein bisschen daraus gelesen. Ja, aber ich glaube, ab dem Moment, wo man kommuniziert oder wo man spricht, dann gibt es auch Missverständnisrisiko. Also dann sollte man auch gar nicht sprechen. Ab dem Moment, wo man stumm bleibt, da gibt es kein Missverständnis natürlich, aber da kommuniziert man auch nicht. Und ab dem Moment, wo man den Mund aufmacht und spricht, gibt es das Risiko, missverstanden zu werden. Mhm. Tatsächlich, aber ich glaube, das schafft auch dann eine Bewegung, eine Hin und Her dann so ein bisschen bei den Protagonisten, wo es darum geht, dass man versucht, dann den anderen immer wieder zu verstehen oder besser zu verstehen oder auch tatsächlich sehen, dass man oder verstehen, dass man nicht verstanden hat, dann natürlich da gibt es auch ein, aber das ist eben das Lebendige dran. Und in diesem Theaterstück zum Beispiel gibt es einen wichtigen Aspekt der Migration, das ist der ganze Komplex der Liebe. Kann man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Also Liebe als nicht eine Verbindung zwischen Gleichen, sondern immer auch als ein Herausgehen aus sich auf ein Fremdes, ja, auf ein Unvertrautes zu und das Fremde gleichzeitig auch als das, was fasziniert. Ja, also das ist in diesem Stück an einer Stelle, wo es diesen Satz gibt, die Liebe ist eine der tiefsten Formen der Migration. Das ist so, irgendwann einer der Protagonisten sagt das. Und tatsächlich die Liebe als Bewegung zu dem anderen, also von sich zu sich, also das heißt, diese neue Räume in sich zu eröffnen, weil es passiert etwas auch in mir, wenn ich jemanden liebe. Und was auch verlangt, also das ist, ohne das kann ich nicht den anderen lieben und so den anderen mich öffnen. Und das ist eine Form von Migration tatsächlich. Eine Bewegung, eine Fortbewegung zu dem anderen, von mir selbst zu mir, von mir zu mir selbst und von mir zum anderen. Und dann dieser Begriff von Andersartigkeit, tatsächlich diese Begegnung, diese Andersartigkeit, womit ich konfrontiert bin dabei, beim Lieben. Und ja, eben das, also das Stück heißt tatsächlich Herbststück und an einem Herbsttag irgendwo. Und damals, als wir das U aufgeführt haben im Pergamonmuseum, dann stand auch unten ein Theaterabend über Migration und Liebe. Und die Verbindung zwischen den beiden, also das heißt Liebe als eine Form von Migration zu definieren. Mhm. Warum eigentlich Herbststück, habe ich mich gefragt. Hat das was mit dem Herbst zu tun, in dem Sie aus dem Iran nach Paris gekommen sind? Also das kommt ja auch mehrfach vor, ne? Ja. Dieser Herbsttag. Eigentlich nicht. Also das ist so, Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit, weil ich finde, das ist die reichste Jahreszeit an Farben und auch an Licht, an Lichtnuancen. Also nicht im November, im grauen November in Berlin, das natürlich nicht, aber September, Oktober auf jeden Fall, da ist ein sehr besonderes Licht da. Also ich habe das einfach so geschrieben, weil ich war auch in Heidelberg im Herbst und das kommt auch vor im Stück. Und habe ich mir gedacht, okay, das wäre dann im Herbst. Ich konnte viel mit Herbst verbinden, also ich anfangen mit diesen Herbstlandschaften und so weiter. Das hat keinen anderen Grund, aber dann tatsächlich ist das so eine Tetralogie geworden, das heißt, dann gibt es ein Winterstück, Frühlingsstück und Sommerstück. Tetralogie der Migration nennt sich das, aber dass das mit Herbst anfängt, hatte nur damit zu tun, dass ich mit der Jahreszeit einfach
in meinen Vorstellungen viel anfangen kann. Mhm. Sie haben dieses Stück ja mal aufgeführt im Pergamonmuseum, was ja auch schon ein ganz besonderer Ort ist, und zwar nicht jetzt vor dem Pergamonaltar, sondern das ist ja auch eine Sammlung islamischer Kunst dort und vor den vor Fragmenten von Shatta. Mhm. Also an diesem Ort und womit man ja auch nochmal wieder bei diesem Thema ist, wo sind eigentlich Kulturgüter verortet? Also offenbar haben ja auch diese Symbole einer islamischen Kulturtradition irgendwie sind schon mal entortet worden und werden jetzt in diesem neuen Kontext anders wahrgenommen und erzählen aber auch selbst eine Geschichte von Migration. Ja, und, absolut. Das ist ein wunderbarer Raum. Natürlich, also das ist der größte Saal in diesem Pergamon, also im Museum für Islamische Kunst. Das ist die erste Etage vom Pergamon Museum in Berlin. Und da sind tatsächlich die Wände von diesem Shatta-Saal, nennt sich das. Shatta war ein großes Schloss in der Wüste, mitten in der Wüste tatsächlich, in Syrien, in Jordanien. Und das ist tatsächlich, damals haben die deutschen Archäologen diese Wände transportiert, also Anfang 19. Jahrhunderts nach Berlin, und die sind da. Eine ganz komische Auswirkung, also das ist ein ganz komischer Effekt, weil diese Wände, diese schlossgroße Fassaden haben nichts mit Berlin zu tun und die sind aber da gut beheimatet. Das heißt, der Raum selbst erzählt eine Migrationsgeschichte tatsächlich. Und als es mir angeboten wurde oder ich wurde angefragt, ob ich ein Theaterstück da machen möchte, dann habe ich mir gedacht, ich werde nichts über diese Wende erzählen. Bestimmt nicht, aber es wird eine Migrationsgeschichte sein, mit Sicherheit. Da habe ich dann, nachdem ich wusste, dass ich in diesem Raum dann aufführen kann, habe ich das Stück geschrieben. Das heißt, das Stück wurde für diesen Raum geschrieben. Aber es geht dabei gar nicht um die Wände von Shatta, sondern es geht um eigentlich zwei Figuren nur. Also ein Deutscher aus Bayern, der nach Berlin migriert ist, und ein Iraner, der seit längerer Zeit in Europa lebt. Und das ist vier Monologen, jeweils von einem von beiden, und am Ende gibt es einen Dialog. Aber tatsächlich, man fragt sich, erstmal, was machen die da, diese Fremdkörper, aber die eigentlich schon gut dastehen, die nicht mehr fremd sind vielleicht. Mhm. Und dann andererseits aber auch, also das wird auch im Buch wirklich sehr, weil das hat mich auch fasziniert, danach habe ich recherchiert über den Ursprung von diesen Wänden, von diesen Fassaden, die Geschichte von diesem Schloss damals im 11. Jahrhundert oder 10. Jahrhundert, wie das gebaut wurde und warum mitten in der Wüste. Und faszinierend, also unglaubliche Architektur. Und die deutsche, also europäische Archäologen, die das entdeckt haben, schon im 18. Jahrhundert, ein Engländer und dann die Deutschen, was hat sie fasziniert auch an diesem Schloss, und das ist unglaublich schön, mit diesen Tieren und Motiven, Pflanzen und ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, aber das ist wirklich sehr sehenswert. Und natürlich, das Bühnenbild war schon da für mich, das Stück. Ja. Aber es ging nicht darum, wie Tess sagt eben, also es war für mich absolut von Anfang an klar, es ist verboten, das zu nennen, weil dann das ist alles zerstört. Also es geht wirklich nicht um Shatta, Schloss und um diese Wände bei dem Stück, aber es geht um eine Migrationsgeschichte. Ja, ich würde gerne nochmal auf einen Aspekt von Migration in der Kunst zu sprechen kommen, der jetzt nicht so sehr damit zu tun haben, dass bestimmte kulturelle Artefakte, wie man da sieht, von einem Land ins andere gewandert sind und dort Wirkung haben, sondern diese Migration selbst in Kunstwerken thematisiert wird. Und Sie haben sich viel mit Proust beschäftigt. Sie haben über Proust eine Doktorarbeit geschrieben, die Sie nicht in Frankreich, sondern in Deutschland dann schließlich verteidigt haben. Und unsere nächste Episode, unsere letzte Episode jetzt, beschäftigt sich auch mit Proust. Das stammt natürlich auch aus diesem Buch. Und Herr Benzer nochmal. Es gibt bei Proust eine Spur zum Iran durch das Adjektiv persisch, das im ersten Band der Recherche dreimal im Zusammenhang mit der Kirche von Baalbek erscheint. Ein viertes Mal wenig später in der Beschreibung des herbstlichen Bois de Boulogne. Baalbek, dieser von Proust erfundene Ort,
ist ein Seebad an der bretonischen oder normannischen Küste, von dem der Erzähler lange träumt, bevor er ihn entdeckt. Der Ingenieur und Schriftsteller Le Grandin erwähnt den Namen und der noch kindliche Erzähler prägt ihn sich ein, nach dem Bild, das jener von ihm entwirft. Ein Strand unmittelbar an den düsteren Hängen, berüchtigt durch die vielen Schiffbrüche, 6 Monate im Jahr ins Leichentuch von Nebel und Schaumkronen gehüllt. Doch es ist Swann, der die persische Kunst bemüht, um das Gotteshaus zu beschreiben. Die Kirche von Baalbek aus dem 12. und 13. Jahrhundert und noch halb romanisch ist wohl das merkwürdigste Beispiel normannischer Gotik und so eigenartig, dass man es für persische Kunst halten könnte. Proust verstärkt diese Hypothese, die Swann zunächst vorsichtig in der Möglichkeitsform äußert, indem er sie im Folgenden in die Träumereien des Erzählers einbaut, und zwar mit der kuriosen Wendung von der Kirche im persischen Stil, als handele es sich um eine geläufige Kategorie der christlichen Architektur des Mittelalters. Weit gefehlt. Es gibt keine Kirche im persischen Stil. Das Adjektiv wird in einem übertragenen Sinn gebraucht und steht für Exotik, vergleichbar mit der Bezeichnung orientalisch in der Vorstellungswelt des Westens. Doch ungewöhnlich ist die Zusammenstellung von gotisch und persisch allemal, weil sie vorgeblich präzise und seriös ein imaginäres Gebäude beschreibt, für welches das in der Recherche mehrfach vorkommende allgemeinere und abgedroschene Adjektiv orientalisch offenbar nicht hinreicht. Das Beiwort persisch erscheint völlig unerwartet, unpassend wie ein Fremdkörper, der einer gotischen Kirche aufgezwungen wurde. Eine erträumte und wissenschaftlich unmögliche Kombination. Ein paar Seiten weiter, aber noch im gleichen Teil des Buches, kehrt das Persische wie ein Echo zurück. Diesmal um die Wirkung des Sonnenlichts auf den goldenen Blättern der Esskastanienbäume im herbstlichen Bois de Boulogne zu beschreiben. Hier verdickte es sich wie zu Ziegeln und zementierte wie gelbes, blau gemustertes persisches Mauerwerk die Kastanienblätter am Himmel. Dort hingegen löste es sie, die ihre goldenen Finger verkrampften, von jenem. Auch hier wird auf die persische Kunst oder eher das persische Kunsthandwerk Bezug genommen. Eine Projektion in die Ferne, außerhalb Europas, weit von der Heimaterde des Erzählers und des Schriftstellers, inmitten zutiefst französischer Orte, einer Kirche in Baalbek und des Bois de Boulogne, blitzt die weite Welt auf. Nicht irgendeine natürlich, sondern etwas scheinbar gut Belegtes. Aber vor einem für den Autor wie den Leser a priori vagen und phantasmagorischen Hintergrund. Le Grandin beschreibt Baalbek in der Recherche als seltsamen, ganz am Rande Europas und der überlieferten antiken Kultur gelegenen Ort. Dort spürt man das wahrhafte Ende des französischen, des europäischen Bodens, der antiken Welt. Und es ist der äußerste Vorposten der Fischer, die all den Fischern gleichen, die seit der Erschaffung der Welt im Angesicht des ewigen Nebelreichs des Meeres und der Schatten gelebt haben. Es ist ein ewiger, antiker, überzeitlicher und mythischer Ort aus uralter Natur bestehend, zurückgeblieben in den Zeiten großer geologischer Umwälzungen, an einem Punkt der Höllenküste, dem aber das gotische Motiv etwas Konkretes, eine Nähe und eine gewisse Wirklichkeit verleiht. Und eben dort vermählen sich das Gotische und das Persische widerspruchslos in einer architektonischen Konstruktion, einem christlichen Andachtsort. Mittels einer erfundenen kleinen Stadt am Saum des Atlantiks vollzieht Proust eine unwahrscheinliche und doch geglückte Annäherung, die durch einen konkreten
und in seiner Funktion offenbar klar definierten Ort verkörpert wird. Eine gotische Kirche in persischem Stil ist ein erhabener und fröhlicher Irrtum, wie er in keinem architektonischen Traktat, keinem kunstgeschichtlichen Werk vorkommt. Eine jener Lügen, die sich allein die Literatur erlauben kann und die einen anders nicht zu sagenden Sinn haben. Eine jener Wahrheiten, die nur durch ihre Falschheit gültig sind, die das Kunstwerk nur dadurch adeln, dass sie falsch sind, wie Genet so schön sagt. Solange der Erzähler nicht dort gewesen ist, steht der Name Balbec für Gotik und Sturm, für eine am Strand erbaute Kirche, an deren Mauern Wellen brannten, für einen Schutz vor Windböen und Brechern. Und eben diese Landschaft will er sehen. Das entfesselte Meer zu Füßen der Kirche. Aufbrandende Wellen um eine Kirche im persischen Stil. Es ist eine ideale Zuflucht, die der Erzähler sucht. Und schon in Balbec eintreffen können, wenn der erste Morgenschimmer über dem tobenden Meer aufginge, vor dessen weithin fliegenden Schaumspritzern ich mich dann in die Kirche im persischen Stil flüchten würde. Ich selbst glaube freilich, dass allein diese Vermählung der normannischen Gotik mit dem Persischen eine schützende Zuflucht vor Vernichtung und Tod bieten konnte. Ein Ort, der durch seine Architektur zwei Länder, zwei Kulturen, zwei Kontinente in sich vereint. Ein Gebäude, das zwischen Ferne und Nähe vermittelt, das nach Verbindung und Reise ruft, das von Bodenständigkeit und zugleich von Bewegung kündet. Das, so fest es auch gebaut und in normannischer Erde verwurzelt sein mag, auf einen anderen, auf einen weit entfernten Landstrich verweist. Kann ein aus dem Iran stammender Literaturwissenschaftler uns Proust noch mal ganz neu interpretieren, Proust noch mal neu eröffnen? Anscheinend ja. Also komischerweise habe ich überhaupt nicht darüber geredet, meine Doktorarbeit. Also ich habe das. Ich hätte gedacht, das hätten Sie. Nein, das ist eben interessant, weil das ist mir dann wieder danach, lange danach eingefallen, tatsächlich diese Passage. Also das hat mich damals überhaupt nicht interessiert. Ich hatte das auch, ich wusste diese L'Église de style persan, was ist das? Also das hatte ich schon, das wusste ich, das hatte ich gehört, aber habe mich dafür überhaupt nicht interessiert. Mhm. Und da tatsächlich, das ist eine absolute Erfindung. Und bei dieser Überlegung über Migration nach diesem Stück Herbststück und so weiter, dann bin ich darauf wieder gestoßen und tatsächlich, das finde ich sehr rätselhaft, aber auch genial bei Proust, weil das gibt es nicht. Und darüber konnte man lange, lange schreiben und denken. Was soll das dann, eine persische Kirche? Und mit einer solchen Sicherheit, das erwähnen als eine Kategorie Architekturgenre, also das ist wirklich wie wissenschaftlich einfach erwiesen, bewiesen, dass es auch sowas gibt. Aber dahinter steckt tatsächlich vieles. Und was kann man da als Wahrheit entdecken, hinter dieser Lüge? Weil ich glaube, Proust war schon kultiviert genug, um zu wissen, dass es sowas nicht gibt. Aber tatsächlich diese persische Kirche, diese persisches, also Église de style persan, wie bitte? Eben nicht, das ist keine Moschee. Sehr wichtig, das muss eine Kirche sein, das könnte eine Moschee sein, aber das ist ganz banal. Also persische Moschees gibt es, aber persische Kirche gibt es nicht. Und das ist das Geniale. Und ich glaube, das ist tatsächlich diese Verbindung, diese ganz komische Verbindung zu suchen, zwischen zwei Kulturen, die anscheinend, sage ich wirklich ganz deutlich, anscheinend nur miteinander nichts zu tun hätten, das ist schon ein großer Sprung. Und das Interessante dabei ist, an dieser Stelle bei Proust, ist, dass das ist auch ein idealer Ort. Das ist erstmal
das geht zu der Grenze von Europa und zu Antiken, also historisch auch ein Grenzort, auch historisch gesehen. Und das ist aber auch ein Idealort, also der Erzähler bei Proust träumt lange, lange davon, bevor er den Ort selbst entdecken kann, tatsächlich. Aber für mich ist das sehr, das hat was total, total Metaphorisches tatsächlich. Mhm. Diese Irrtum, dieses Irrtum, dieses schöne Irrtum, mhm. was aber viel eröffnen kann als Gedankenräume tatsächlich, mhm. ja. Wahrscheinlich würde man das, wenn man es theoretischer beschreiben würde mit dem, was Kulturwissenschaftler so sagen über solche Phänomene, würde man es als ein hybrides Kunstwerk oder einen hybriden Ort beschreiben. Ja. Einen Ort, der von zwei eigentlich irgendwie unvereinbaren Kulturen etwas hat, was beides sichtbar ist. Und vielleicht auch beides in dieser Disparität bestehen bleibt. Ne? Es wird nicht zu einem neuen Ganzen gefügt, sondern es bleibt eigentlich irgendwie widersprüchlich. Ich meine, es kann es eigentlich nicht geben. Ja, also es gibt so, ich würde sagen, das bleibt, die bleiben zusammen, aber unwidersprüchlich gleichzeitig, mhm. weil die bleiben zusammen. Also ja. die können miteinander leben, mhm. anscheinend. Also mhm. das Gotische und das Persische. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch in diesem Buch viel darum geht, dass es viel mehr Verbindungen gibt zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen den Menschen, viel mehr als was uns trennt. Und ich bin immer wieder erstaunt gewesen, wie ich mich ganz weit weg vertraut gefühlt habe mit Menschen, deren Sprache ich nicht sprach oder die anscheinend so weit weg, so fern leben. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, was man, was auch politisch extrem wichtig ist. Dass eigentlich das in meinen, nach, also mein, in meiner Erfahrung, meine Vorstellung, das, was uns verbindet, ist viel, viel reicher, viel, viel tiefer, als was uns trennt. Also das ist eher, ich würde sagen, nicht oberflächlich, aber ich würde sagen, darüber kann man kommunizieren, mhm. über das, was uns unterscheidet. Und zum Glück, das ist ein Reichtum auch natürlich, die Unterschiede, aber gleichzeitig, man muss dabei nicht vergessen, dass das ist nichts menschlich Befremdliches, wenn der andere anderes denkt, sondern es gibt eben trotzdem dahinter eine ganz, ganz tiefe Verbindung und Ähnlichkeit vor allem. Mhm. Das heißt, dass wir als Menschen alle mit eher ziemlich selben Fragen konfrontiert sind. Im Leben einfach. Und was man vielleicht auch noch sagen sollte, es ist ja nicht einfach nur eine Imagination. Proust ist es in dem Fall natürlich. Aber was sie auf der anderen Seite ja auch interessiert hat, sind kulturelle große Kunstwerke, Bauwerke, die schon alleine an sich Spuren verschiedener Einflüsse tragen. Zum Beispiel der in Isfahan, der Chehel Sultan-Palast, den sie selbst ja anscheinend auch, als sie wieder in den Iran gereist sind, erlebt haben. Und dann sind sie gestoßen auf ein seltsames Phänomen. Ja, das ist ja. Das, also ich habe es auch, weil ich habe diesen Palast besucht und die sind wunderbare Fresken drin. Also man muss sagen, dass also der Palast wurde im 17. Jahrhundert durch Safaviden gebaut. Also die Isfahan war damals die Hauptstadt von ihm, vom Iran, während Safaviden Zeit und sie haben viele schöne Paläste in Isfahan gebaut, unter anderem dieser Chehel Setun-Palast, was eigentlich extra dafür gebaut wurde, um ausländische Gäste zu empfangen, das heißt Diplomaten, große Festen für ausländische Diplomaten und so weiter. Und Chehel Setun bedeutet eigentlich 40 Säule und das ist so, dass eben im Eingang gibt es 20 Fassaden, also 20 Säulen und da gibt es ein großes Wasserbecken vor dem Eingang, das heißt, die widerspiegeln sich und da hat man 40 Säulen und dann da drin, wenn man reingeht, gibt es diese unglaubliche Fresken aus der Zeit, also das wurde extra dafür gemalt von den iranischen Malern, damals wunderschöne Fresken. Es gibt so ein Beispiel, also das auch das eigentlich das Cover vom Buch ist auch ein Bild von diesen Fresken, wunderschön. Und draußen gibt es auch noch Fresken. Und was merkwürdig ist in diesen Fresken, die auf den Wänden draußen sind an diesem Palast, ist, dass
man merkt ein europäischer so Touch, ein europäisches, es gibt etwas, was dabei sehr europäisch ist, aber sie versuchen trotzdem ein bisschen sich anzupassen an diesen Miniaturstil, was bei den Fresken da ist. Die Fresken sind natürlich an sich keine Miniatur, aber sie sind viel von Miniaturstil geprägt. Ja? Und dann habe ich erfahren, und später, eben als ich mit dem Leiter des Museums für Islamische Kunst damals gesprochen habe, der mir das Angebot gemacht hat, dort ein Stück zu machen, der hat mir gesagt, dass die holländischen Maler tatsächlich wurden eingeladen im 17. Jahrhundert im Iran, um diese Fresken in Außenfresken zu malen. Eine wunderschöne Geschichte. Und dabei wird in meinem Stück, auch im Herbststück, eben gesprochen. Ich versuche mir zuvor vorzustellen, wie die Maler in Isfahan ankommen. Wenn diese holländischen Maler aus der Vermeerzeit in Isfahan ankommen, an einem Tag, wo sie Pelzmantel tragen, und sie stellen fest, dass es eigentlich nicht so kalt ist in Isfahan, obwohl im Herbst das ist und vielleicht im November, wo es schon Schnee liegt dort, woher sie kommen. Und das ist eine wunderbare Geschichte wieder von dieser Begegnung von holländischen Malern und iranischen Freskenmalern, die gemeinsam an diesem Ort gearbeitet haben. Und das ist auch noch da gibt es auch viel Potenzial, also viel, das ist ein wirklich dichter Stoff für ein Theaterstück oder auch für einen Text. Und davon ist auch die Rede hier und auch in meinem Theaterstück. Ja. Ja, generell kann man vielleicht sagen, dass man überall in ihren Texten eigentlich diese Aufforderung mitliest, sich auf die Suche zu machen und diese Spuren des Fremden im Eigenen, bei sich selbst, aber auch in der Kultur, im Museum zu entdecken. Das Museum ist ein ganz wichtiger Ort, wo die Dinge plötzlich zusammenkommen und Dinge sich begegnen. Und, ja, und manchmal eigentlich braucht man auch nicht so viel zu suchen. Man muss nur das wahrzunehmen, was da ist schon. Ja. Also die Geschichte von holländischen Malern, die in Isfahan gewesen sind, das ist einfach ein Fakt in der Geschichte. Das Beispiel von Dürer, der eben tatsächlich in einem typisch italienischen Landschaft plötzlich sich an Nürnberg erinnert und glaubt, in seiner Heimat, in seiner germanischen Heimat zu sein. Das ist eine Wahrheit, das ist einfach die Kunstgeschichte. Die sind nicht Sachen, die man hier und da irgendwie erfinden muss oder suchen muss, sondern die sind da tatsächlich. Und die zeugen von vielen Verbindungen, die eben zwischen verschiedenen Kulturen, verschiedenen Menschen wirklich entstehen können. Mhm. Genau. Vielen Dank. Ich glaube, wir beenden an dieser Stelle das Gespräch hier auf dem Podium. Ich möchte an dieser Stelle auch schon sehr herzlich Stefan Benson danken, dass er die Lesung so wunderbar gemacht hat. Ich möchte auch... Ja, danke auch. Und ich möchte auch, weil mein Blick gerade auf ihn fällt, Majid Muhit danken, dass er gekommen ist. Er ist nämlich der Verleger des Sujet-Verlags, in dem das kleine Buch der Migration auf Deutsch erschienen ist. Und das ist ein Bremer Verlag, der sich ausdrücklich auf Exilliteratur oder Luftwurzelliteratur, wie er es auch nennt, spezialisiert hat. Und Sie werden ihn dann gleich am Tisch noch sprechen können. Aber wir würden jetzt gerne noch das Gespräch öffnen für Sie. Vielleicht gibt es noch Fragen aus dem Publikum an Herrn Kadivar. Guten Abend. Ich würde ganz gerne wissen, ob man das Theaterstück auch noch irgendwo findet, ob das aufgezeichnet wurde als Video? Das wurde schlecht aufgezeichnet. Das heißt, ich hab eine Fassung zu Hause, aber das würde ich ungern veröffentlichen. Das wurde auch weil ich habe das Stück auf Französisch ursprünglich geschrieben. Und die französische Fassung wurde auch veröffentlicht, aber nicht die deutsche Fassung. Das heißt, entweder sprechen Sie Französisch und Sie können das eben finden auf Französisch, aber auf Deutsch. Im Internet gibt es auch keine Videoaufzeichnung. Das gibt es, aber das ist wirklich sehr schwierig. Das ist immer so mit Theater und Video. Und ich bin auch selber sehr vorsichtig damit, solche Sachen zu zeigen. Aber gibt es, aber das ist unsichtbar. Eine kurze literarische Frage, die mich etwas überrascht hat.
Sie sprachen oder verwandten den Begriff Territorium. Wann wurde der in die Literaturwissenschaft eingeführt? Denn ich kam darauf, weil ich Julio Cortázar hat ein mehrseitiges Buch auch in den 50er Jahren in Paris eben auch geschrieben, Territorius. Und deswegen würde mich mal der Ursprung und Bezug da interessieren. Ja, ich kann leider die Frage nicht beantworten, wann das, der Begriff Territorium als solcher eingeführt wurde. Also ich spreche auch nicht von Territorium in der Literatur, sondern im Allgemeinen. Also es geht, ich kann die Frage nicht so genau beantworten. Ich glaube, das ist auch wirklich, je nachdem, wie man auch den Begriff versteht. Zum Beispiel kann man nicht schon bei den Antiken einen gewissen Begriff von Territorium finden, wo es auch darum geht, um Ortwechsel kann man nicht im klassischen französischen Drama, bei Racine zum Beispiel, bei Berenice, einen ganz starken Begriff von Territorium finden, wo es darum geht, wo Berenice eben von also nach Roma migriert mit Titus. Also jetzt aber explizit als solche, also das Wort Territorium, wann das in der Literatur erschienen ist, das weiß ich nicht, das kenne ich nicht leider. Ich meine, erstmal kann man ja vielleicht dazu sagen, es ist kein literarischer oder literaturwissenschaftlicher Begriff, auch nicht. Aber er verknüpft sich, würde ich sagen, vor allen Dingen im Zeitalter der Nationalstaaten, die ja auch dann ganz stark die Idee einer Nationalkultur, einer Nationalsprache, einer Nationalliteratur und so befördern, ja doch sehr stark mit kulturellen Phänomenen. Und insofern, glaube ich, ist es jetzt eben auch interessant, dass Sie das so stark machen, spätestens an der Zeit, Literatur und Sprache und so weiter wieder zu deterritorialisieren, ne? Zu entgrenzen. Darf man Sie fragen, wie Sie das erlebt haben, als Sie nach so langer Zeit in den Iran zurückgekehrt sind? Ja, Sie können gerne fragen. Nein, das ist auch tatsächlich eine Frage, weil man weiß nie, wie das wird. Nach 21 Jahren und nach diesen ganzen Verdrängungen, 5 Jahre kein Persisch hören, sprechen, schreiben wollen und bloß nicht mit den Iranern zu tun haben, tatsächlich ist das eine Frage. Und ich wusste auch selber nicht, das war ein langer Prozess. Nach langen Spaziergängen an Schlachtensee, dann könnte ich dann endlich einen neuen Pass kriegen, also zu der Postbotschaft erstmal zu gehen in Berlin. Also das ist, ich wusste tatsächlich selber nicht, wie das wird. Ich konnte mir alles vorstellen. Eine totale Depression, das Gefühl von Verlorenheit im Iran oder auch eine große Freude, meine Heimat zu finden oder auch die Gefahr, dass ich mich danach in Europa fremd fühle oder dass ich das alles, was ich hier gebaut habe, total, das alles so zusammenbricht. Und das war zum Glück nicht das alles, das war eine große Freude und eine extrem schöne, positive Erfahrung von dem ersten Augenblick, nachdem ich rausgekommen bin aus dem Flugzeug, weil das war so das Gefühl, da ist auch ein Ort, womit ich verbunden bin, aber das ist nicht so, das ist meine Heimat und meine einzige Heimat in der Welt, das ist auch ein Ort, womit ich verbunden bin und ich weiß auch warum, wodurch ich damit verbunden bin und das ist überhaupt nicht widersprüchlich mit den Orten, womit ich auch in Europa verbunden bin. Und deswegen war das sehr schön, weil das war sehr frei. Und das ist wirklich nicht das, was viele denken könnten, dass man sagt, er hat wieder seine Heimat gefunden. Das war nicht das. Ich habe einen meiner Heimaten wiedergefunden. Aber das stand nicht in Widerspruch mit meinen europäischen Heimaten. Ja. Ja, erlauben Sie mir noch eine Nachfrage zu Ihrer doch sehr vielschichtigen Annäherung an den Heimatbegriff. Einmal, wenn ich das richtig sehe, über die Chiffre Schlachtensee, ist es eine territoriale Kategorie. Dann haben Sie aber auch sehr vielschichtig auf Bekannte und auf Menschen abgehoben, auf Beziehungen. Und eine Schlüsselszene fand ich Ihre Aussagen, dass Sie sich spontan an einem Ort zu Hause gefühlt haben, mit Menschen, deren Sprache Sie gar nicht
verstanden. Und dann möchte ich noch mal nachfragen. Also ich habe im Hinterkopf, der österreichische Emigrant und später berühmte Regisseur Fritz Zinnemann, also Regisseur von Hainun und ähnlich kalibrigen Filmen, hatte auf die Frage auch, was für ihn Heimat ist, nur ganz knapp gesagt, da, wo meine Freunde sind. Und also erlauben Sie mir die Nachfrage auf, vor diesem Hintergrund an Sie. Das haben Sie, Ihre persönlichen Erfahrungen, die haben Sie etwas im Dunkeln gelassen. In Paris und nachher in Berlin gab es auch Menschen, Freunde, die Sie stark, als Sie dann auch die Sprache verstanden, wo Sie sagen, bei denen fühle ich mich aufgehoben, bei denen fühle ich mich zu Hause? Ja, also ich glaube, ohne das wäre auch nicht gegangen, weil das ist so selbstverständlich für mich natürlich, dass diese menschlichen Verbindungen spielen eine ganz große Rolle. In Frankreich wie in Deutschland. Aber die Frage ist tatsächlich, dass es gibt noch andere Sachen, die eine große Rolle spielen. Das heißt, es gibt auch Freunde, die sie verloren haben, die sie nicht mehr da sind oder die ganz weit weg leben. Und natürlich da stellt sich dann die Frage, nicht nur meine Freunde sind da, dann fühle ich mich wohl und bewege ich mich nicht, sondern es gibt auch andere Freunde, die ich hatte oder haben kann in der Welt. Und deswegen auch, werde ich auch sie an diesen neuen Orten entdecken. Aber tatsächlich, also ich glaube, das ist natürlich sehr, ich will nichts im Dunkeln lassen extra, also ich würde gerne darüber reden, aber tatsächlich, natürlich, es gibt menschliche Verbindungen, die für mich sehr, die für mich sehr gezählt haben, viel gezählt haben tatsächlich, in Frankreich wie in Deutschland oder auch im Iran, ja. Danke schön für den interessanten Beitrag. Ich denke, also Europa braucht viel mehr Migrantinnen und Migranten wie Sie, die den Weg der intellektuellen Emanzipation gewählt haben. Das brauchen wir tatsächlich. Sie wissen auch, die Intellektualisierung der Welt auch, trägt dazu bei, um die Demokratisierung der Welt. Sie wissen aber auch, ich glaube, Sie sind ein kluger Mann, dass wenn Sie in den Iran geblieben wären, hätten Sie diese persönliche intellektuelle Entfaltung nicht erleben können, weil der Iran ist natürlich eine radikale, islamistische, diktatorische Ayatollah-Republik, theokratisch gebildet, wo die Religionen, nämlich die Menschen, entfremden. Wir hören das auch im Rundfunk, also freie Journalisten, intellektuell werden tagtäglich also verhaftet, willkürlich verhaftet und können natürlich wegen dieser religiösen Fundamentalismen ihre Gedankenfreiheit oder ihre Meinungsäußerung freilich nicht kundgeben. Und ich denke also, der Iran braucht, das ist von mir eine Provokation, aber ich glaube, das ist die Lösung. Ich glaube, der Iran, wie Sie sagten, braucht die europäische Aufklärung, braucht eine französische Revolution, tatsächlich, in klaren Worten. Und ich glaube, dass die Iranisierung der Welt wäre eher eine Gefahr, aber die Europäisierung des Iran wäre für den Iran, für viele der Intellektuellen, die dort leben, eine mögliche Form der Emanzipation. Und Sie haben diese emanzipatorische Weg genommen, weil Sie haben auch in der Literatur eine Art rettende Flucht gefunden, um die politische Wirklichkeit tatsächlich, da was vor Ort passiert, vielleicht zu verdrängen. Und meine Frage wäre also, also wir hören häufig also von den Medien, dass vor dem Absturz der Schah von Iran waren natürlich viel mehr Freiheiten, viel mehr Emanzipation. Sind Sie der Meinung, wenn der Schah nicht gestürzt wäre, wie wäre heute der Iran? Dankeschön. Okay, also es gibt viele, viele Sachen, in denen, also was in Äußerungen. Erstmal, ich glaube, wenn ich im Iran geblieben wäre, wäre ich auch sehr wahrscheinlich Theatermacher und Schriftsteller geworden, genauso wie viele aus meiner Generation, die es geworden sind und die auch jetzt publizieren und anerkannt sind im Iran. Iran ist keine Diktatur, ich würde das nicht so sehen. Das ist ein Land tatsächlich, wo es viele Verbote gibt, wo es Zensur gibt, wo es viele Schwierigkeiten gibt. Ich glaube, die europäischen Frauen wären sehr glücklich, wenn zum Beispiel auch in Europa wie im Iran 60% der Uni-Professoren Frauen wären. In Deutschland ist, ich glaube, 20% oder 30%.
Das wäre eine große Chance für Europa, dass es auch sowas gäbe. Ich will nicht, das ist auch eine Provokation, also aber das ist eine Tatsache trotzdem, ich lüge nicht, das ist wirklich so. Es gibt viele Schwierigkeiten im Iran, das ist auch kein demokratisches Land. Aber man kann auch die Realität nicht so vereinfachen und sagen, sie sind Fundamentalisten, alles ist schlecht dort. Man kann sich fragen, warum viele anerkannte Filmregisseure wie Farhadi, der hat zweimal in Cannes Preise gewonnen, in Venedig, ich glaube, Kiarostami, warum sie bestehen darin, im Iran zu leben. Farhadi würde nie weitermachen können, sagt er selber, weil sie kriegt keine Inspiration und die sind frei, auch ihre Filme zu machen. Also das ist viel komplizierter. Ich glaube, man kann nicht die iranische Situation so einfach auf eine fundamentalistische, diktatorische. Es gibt Probleme, das ist das, und es gibt auch diktatorische Züge. Aber das ist eine viel komplizierte Situation als in bestimmten anderen Ländern, wo eine Diktatur gibt. Das ist auch das Problem. Also wäre es eine Diktatur gewesen, dann kann man auch wissen, wogegen man kämpfen soll. Das ist das Problem, dass innerhalb der Macht selbst viele Spannungen gibt. Und da ist auch wirklich interessant, trotzdem, weil es gibt eine Dynamik da auch in der Politik. Und wissen Sie, ich weiß nicht, ob ich kluger bin als andere, viele andere Menschen. Und ich, was Sie als Emanzipation definieren, also ich wurde, als ich in Frankreich war, mit 17, wurde ich zweimal, ich war an der Grenze abgeschoben zu werden. Das heißt, das war auch nicht so Europa, denn alles ist frei, ich kann alles machen, was ich will und ich kann mich emanzipieren. Und diese Verbindung zur Literatur gab es schon seit meiner Kindheit. Das ist die iranische Kultur, die iranische Gesellschaft, meine iranische Familie, meine liebe Geschwister, die mir das beigebracht haben. Ich war in einem, also Dürer kannte ich schon im Iran, genauso wie Beckett, auch wenn ich noch von ihm nichts gelesen hatte. Und viele, ich habe Sophokles auf Persisch gelesen, Balzac, viele, viele, weil die sind auch alle auf Persisch, ins Persisch übersetzt. Und ich habe viel zu viel von dieser Gesellschaft, eben in Bezug auf meine Verbindung zu Europa. Ich bin der iranischen Gesellschaft dankbar für die Verbindung, die sie mir ermöglicht hat zu der europäischen Kultur, auch in der Zeit nach der Revolution. Und ich glaube, das ist also die Zeit vor der Revolution war auch keine Freiheitszeit und nach der Revolution, nach einem oder zwei Jahren, war das wieder auch Repression tatsächlich. Und die sind beide ganz problematische Situationen. Ich würde auch sehr ungern von Europäisierung vom Iran und Iranisierung von Europa reden, weil ich glaube, Iran ist Iran, Europa ist Europa und das wird auch so bleiben, das ist auch sehr gut. Aber die Sachen müssen sich auch verbessern, weil in beiden Gebieten gibt es Probleme. Also ich glaube nicht auch, dass vielen Sachen auch im Kunstbereich sind extrem problematisch in Europa, also gerade was auch da politisch passiert. Also gucken Sie mal in Italien, in osteuropäischen Ländern sowieso, in Frankreich, Marine Le Pen im zweiten, das geht in Stichwahl, das ist eine Katastrophe. Und ich würde nicht so die Lage von Europa idealisieren und sagen, dass Iran sich europäisieren sollte. Das glaube ich, das wäre keine gute Sache. Also wir sind jetzt so ein bisschen zeitlich am Ende der Veranstaltung und ich kann mir vorstellen, dass es noch die eine oder andere Frage gibt. Wir sind allerdings jetzt schon ein bisschen abgekommen. Im Zentrum sollte tatsächlich das Buch der Migrationen, was ein literarischer, essayistischer Text ist, stehen. Und natürlich könnte man jetzt noch sozusagen eine zweite Veranstaltung zu den politischen Verhältnissen machen. Das wollen wir aber zumindest heute Abend nicht tun. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sehr herzlich Pedro Cadivar danken, dass er gekommen ist und möchte außerdem darauf verweisen, dass es in diesem Jahr noch zwei Veranstaltungen gibt, wo er neue Arbeiten, die auch mit dem Buch eng zusammenhängen, vorstellt. Das eine ist am 6. September bei einem Festival in Bremen. Das Festival heißt Sehnsucht Europa. Da wird er eine Lecture-Performance machen zum Thema Aufhebung der Grenzen und das hatte ich am Anfang schon angedeutet, auf der Buchmesse wird er auch mit deinem Buch nochmal zu sehen sein. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Dank.